Hallihallo Leute, ich begrüße euch zu einem neuen Stream von American McGee's Alice. Ja, jetzt muss ich kurz überlegen, was haben wir nochmal gespielt? Ja, American McGee's Alice. Wir sind, ich denke mal, vielleicht schon recht weit gekommen, ich bin mir nicht sicher. Andererseits, ich habe nachgeguckt, ich glaube, wenn man es normal durchspielt, ohne alles mitnehmen zu wollen, braucht man wohl so 8 bis 10 Stunden. Das heißt, wir sind bei der Hälfte dann ungefähr, würde ich denken. Muss ich mal gucken, hier hatte ich aufgehört. In der Klapsmühle. Wahrscheinlich. So, läuft alles. Aufnahme läuft. Sieht gut aus. So. Die Verrückten hier tun uns nichts, da brauchen wir auch nichts machen. Das wird spaßig hier mit diesen verschobenen Wänden und allem hier. Alles verdreht und verschoben. Rüst erstmal das Messer aus. Und hier die Spiegel. Funktionieren die? Früher haben Spiegel noch funktioniert in Spielen, aber offensichtlich hier auch nicht. Da war die Zeit wohl schon gegeben, wo das nicht mehr funktioniert. Alter! Lenkraketen, geht's doch? Wir halten mein Schiff hier aus. Oh ja, die halten wirklich viel aus. Zum Glück geben sie uns gleich wieder Energie. Das heißt, es ist nur nicht verlaufen. Oh nein. Ah, der vereist gar nicht erst. Hä, wo kommt denn der jetzt her? Fuck, zwei davon wollte ich jetzt eigentlich nichts zu tun haben. Fuck. Und da war es aus. Nähe gehen ist keine gute Idee. Das Messer bringt nichts, oder? Aber ich habe nichts anderes. Jetzt. Wow. Mich noch nicht ganz wieder aufgefüllt, aber hier kriege ich noch ein bisschen was. Ein Glück. Kann man das hier irgendwie aktivieren? Apropos aktivieren, ich habe das umgestellt von Enter-Taste auf E. Ich hoffe, dass das funktioniert. Haben die jetzt hier immer wieder rausgebrochen aus den Spiegeln oder wie? Ist das jetzt Alice hinter den Spiegeln? Oder kommt das dann erst danach? Ich hätte das nicht mitgekriegt, oder? Doch. Kostet mich echt alles, ne? Ich glaube, da muss ich mir eine andere Waffe ausdenken für die. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Weg. Oh. Hat gereicht. Sehr gut. Probieren wir es mal damit. Also die Würfel sind... Ich verstehe die nicht. Ist das wirklich ein... Oh, doch, doch. Irgendwer greift den an.
Interessant. Helf mir mal ein bisschen. Das probiere ich gleich nochmal mit den Würfeln. Sobald hier einer auftaucht. Ich höre schon einen irgendwo. Wow. Hä, hier kommt man nicht durch. Oh Gott, was ist das denn für einer? Mal gucken, ob der auch nicht Schaden macht mit seiner Größe. Er hat es geschafft. Cool. Dann kannst du gleich um den nächsten kümmern. Krass. Was ist denn da hinten? Neue Waffe? Alleingang kann widerlich sein. Spiel nicht allein. Was ist das denn? Also so Knaller oder was? Knallfrösche? Das mit diesem Ball auf sich. Spiel nicht allein. Okay. Wow. Die sind aber auch mächtig effektiv. Ich speichere mal dazwischendurch. Darf ich nicht vergessen, mit dem Schnellspeichern klappt das ja nicht so richtig. So, was ist denn hier? Warum geht denn das nicht? Man sieht was, aber man kommt nicht dahinter. Mal gucken, wo sind denn die ganzen... Das Schwert, das ist da. Da sind die Würfel. Noch nicht. Aber jetzt. Trotzdem tauchen sie manchmal hinter uns auf. Oh, wirklich effektiv. Kosten überhaupt nicht viel Mana, das ist halt wirklich richtig genial. So, hier könnten wir jetzt hintergehen. Dann sollte ich vielleicht hier lieber nochmal speichern. Bitte nicht runterfallen. Kann ich hier irgendwas machen? Das anhalten oder so? Oder wofür ist das gut? Das ist seltsam. Ist das wirklich nur einfach? Kommt mir irgendwie vor, als müsste ich hier noch irgendwas machen. Ja, nicht das. Nicht sterben. Das meinte ich damit jetzt nicht. Na gut. Also nicht hier lang. Ah, dann da hier. Hier lang. Mich jetzt schon längst verlaufen. So, jetzt trotzdem würde ich mal gerne mal die Würfel wieder benutzen. Wir brauchen sie auch ziemlich schnell.
Ist da gar keiner gekommen, mir helfen? Spiel mit mir, los! Was ist denn jetzt mit meinem Helfer eigentlich? Ist weg. Der ist einfach weg. Beschreiten wir gerade die Gehirnwindungen von Alice und suchen nach Erinnerungen? Natürlich. Noch was raus? Oh ja, ein großer sogar. Oh, jetzt sind wir einmal rumgegangen, komplett. Wer wird gewinnen? Du jetzt her, sag mal. Sag mal, Katze, wo bin ich hier? Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Das war jetzt keine Antwort auf meine Frage. Musste ich das Level irgendwie drehen? War da irgendwas? Müsste da den anderen Gang lang gehen können. Wie ging das? Vielleicht doch diesen einen Gang. Warte mal, warum bin ich hier lang gegangen? Dann müsste ich vielleicht jetzt hier lang. Ah, scheiß Irrgarten. Na nee, hier ist nur ein kleines Extra. Mich wirklich, was das eigentlich darstellt, was wir da werfen. Musik ist auch auf Dauer überhaupt nicht nervig. So, hier ist dieses kleine extra Ding. Dann probier es vielleicht doch nochmal hier. Nochmal hier speichern. Falls ich gleich wieder runterfalle. Ich glaube, da kann ich gar nicht richtig dahinter. Kannst du hier nicht irgendwas machen? Aha! Also doch. Die Frage ist, was bedeutet das jetzt? Hä? Man kann da durchfallen? Wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Das können wir ja theoretisch auch von hier. Wenn ich treffe. So, sehr gut. Gucken wir mal, was es bewirkt hat. Gehen wir erstmal wieder zurück. Hier irgendwas verändert.
Oder habe ich vielleicht noch eine Uhr übersehen? Katze? Es gibt einen bösen Namen für die, die immer den schwersten Weg nehmen. Den schwersten? Hat er irgendwie komisch ausgedrückt. Heißt es gibt einen einfachen Weg und nicht nur den schweren? Also dafür bin ich bekannt. Den einfachsten Weg. Ach und so, wie ist denn der Name für die, die nur den schweren Weg nehmen? Umständler? Also hochklettern, wie gesagt, kann ich, soweit ich weiß, nicht. Warte mal, kann ich hier vielleicht... Okay. Trick 17, aber es hilft mir jetzt auch nicht so viel weiter. Da drüben hätte ich mir diese Wut holen können. Bringt mich jetzt aber eigentlich auch nicht weiter. Das heißt, hier ist auch eigentlich gar nichts wirklich. Ich würde das jetzt nicht nehmen, weil ich habe jetzt ja so die ganzen Gegner schon erledigt. Aber die Frage ist, kommen wir jetzt weiter? Wege ins Unglück gibt es zuhauf. Sie erscheinen dir nur verschieden, weil du nicht weißt, wo sie hinführen. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass ich irgendeinen Weg noch nicht gegangen bin. Schon. Diese Bilder hier, helfen die mir irgendwie? Sieht aber immer gleich aus, würde ich sagen. Hey, warte mal. Was ist das? Hier bin ich noch nicht lang gegangen. Ach, das ist dann hier aufgegangen. Okay, muss man wissen. Scheiße, der hat mich eingefrostet. Aber ich habe ihn vorher noch gekriegt. Oh, Gott sei Dank. Darf mich nicht sehen. Hä? Okay. Vielleicht nochmal. Jetzt wissen wir ja wenigstens, wo wir hin müssen. Eigentlich hätte ich es auch sehen können, ne, wie das da aufgeht. Aber ich glaube, ich hatte den Winkel nicht, um das zu sehen. Jetzt nochmal und bitte springen. So, dann speichere ich mich. Ich weiß jetzt nicht genau, was die roten Lichter hier machen. Machen die überhaupt was? Oh. Hi. Werden die vergast hier oder was ist hier los? Mal gucken, ob es was... Was macht das Gas aus bei ihnen, okay? Aber sonst... Kann ich das hier auch kaputt machen? Nee. Oh nee. Was bist du denn? Scheiße, was ist das? Nochmal. Ah.
vergiften mich, die Schweine. So. Warte, ich mache euch das mal aus. Guck mal, jetzt ist doch irgendwas aufgegangen, oder? Irgendwas gehört. Ey, ist jetzt auch kaputt? Die anderen mal vereisen. Ja, scheint auch effektiv zu sein gegen die. So, habt ihr noch was hier? Ja. So, alle erwischt, würde ich sagen. Geht's jetzt ins nächste Level? War ja fast unnötig. Alter! Doch, jetzt wird's richtig fies hier. Oh Gott. Was zur Hölle? Oh, wie was? Warum steht da eine 8? Oh, hier muss ich also jetzt immer aufpassen, dass ich die Balance halte. Und ist gerade bei den Biestern hier, die mich runterschmeißen. Vielleicht mal ein bisschen mehr ignorieren. Da oben ist so ein Wutding. Könnte ich da irgendwie hinkommen? Ich glaube, das geht, wenn ich wahrscheinlich das ausnutze, dass das hier so rumschwingt. Oh nein, das war knapp. Ob ich das hasse? Ich möchte aber gerne da hochkommen. Komm schon, komm schon. Ah, da führen dann auch so, mich auch so Wege hoch. Alter! Du Drecksack! Gibt's ja wohl nicht. Dann speichere ich an der Stelle lieber gleich mal. So, wir könnten jetzt uns da rüber manövrieren. Muss jetzt nur sehr vorsichtig laufen. Was machst du denn? Okay, hat geholfen. Okay. God Mode. Die Frage ist, was mache ich damit jetzt? Zum nächsten Level gehen? Los, ich will das irgendwie ausnutzen können noch. Hä? Bin ich hier rausgekommen? Nee, komm. Ich will das einsetzen. Ach, schade. Wo soll ich denn dann hin? Naja, das hat sich schon erledigt. Mit dem God-Mode. Hier sind überall Uhrzeiten ringsherum. Das sind die Zahlen, okay. Hätte weiterspringen müssen. Fallen an sich machen jetzt nicht
sagen mir jetzt glaube ich nichts. Alter, die sind so mies, die Dinger. Weil wenn es mehr davon sind. Alter, gehen die mir auf den Sack. Kommt jetzt her hier. Kommen die jetzt nicht hierher? Ich muss das erstmal holen, das ist wichtig. Weil da musst du aber nicht bleiben. Oh nein, verdammt! Aber dorthin schaffe ich es eigentlich nicht. Zu eins, oder? Nee. Oh Mann. Was mache ich denn da? Irgendwas übersehe ich noch. Oder ich bin doch nicht richtig gelaufen. Was ist das hier da oben? Hat das was mit den Leuten da drin zu tun? Hier jedenfalls ging nichts. Das war jetzt auch kein Fehler oder so. Und da unten kam ich, glaube ich. Verstehe ich nicht. Warte mal, da ist noch eine Tür. Habe ich doch noch was übersehen? Ah, nein. Okay, also die Tür ist es nicht, aber die hier unten könnte es eventuell sein. Oh, ist das denn ernst? Kann sich nur um Stunden handeln hier. Nee, von hier kam ich. Okay. Bin ich das doch durcheinander? Da ist eine Tür. Das ist die, die ich probiert habe, glaube ich. Kann sich halt nicht gleichzeitig umgucken. Aua, ah! Alter, was ist hier los? Was? Oh, ist das zum Kotzen? Was ist denn hier? Also weitergeht, muss ich nachgucken. Erstmal Tee trinken. Es sieht wirklich so aus, als müsste das was mit den Zahlen zu tun haben, aber... dort nicht hoch. Ist nicht hoch genug. Ist das irgendwie ein Bug oder so? Eigentlich ist ein riesiger Bereich, aber... Aua.
verstehe es einfach nicht. Was fehlt hier noch? Nicht wieder von der Tür zerquetschen lassen, bitte. Kann ich die vielleicht auf eine Uhrzeit gehen lassen? Aber warum? Oder soll ich die opfern? Und dafür ist oben das da. Das kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Der hat mir natürlich wieder gefehlt. Dann müssen wir es wohl probieren. Ich weiß zwar nicht so richtig, was ich gegen die einsetzen soll, weil die ja hinter Glas sind, aber... Kann ich überhaupt was anderes als das Messer einsetzen in dem Zustand? Nee. Das sieht eher nicht so aus. Ich gucke jetzt mal kurz nach. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das für mich gerade aus, als wäre das ein Bug. Ja, müssen wir erstmal suchen hier. Alice Komplettlösung. Da müssen wir erstmal suchen. Nee, warte mal, das ist das Falsche. Das ist alles das Erste. Ein Walkthrough, hier haben wir doch einen. Ach komm, weg damit. Mal gucken, wo sind wir denn gerade? Wie hieß denn das? Grace Clockwork wahrscheinlich, oder? Oder? Das ist jetzt die Frage. Ich glaube, hier sind wir noch nicht. Mirror Image, das ist es. Spiegelbild. Tilting Room. Move back to the tilt platform up. Run and jump to it as the platform drops under your weight. And run towards the Roman numeral number 10, floating above. 3, 4. Bound to the roof. To nap the rage box. Und dann, das haben wir ja eigentlich auch gemacht schon. Disintegrate the Phantasmagoria. Was, bitte, was soll ich tun? Kannst du mir das mal übersetzen, bitte? Kann man das hier irgendwie... Kann man das irgendwo übersetzen? Komme ich genau zur gleichen Seite. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Ehrlich. Hilft mir jetzt auch nicht viel. Meint ihr vielleicht die Würfel? Habe ich denn noch irgendwas anderes, was ich sonst machen könnte? Das macht sie gar nicht. Oder heißt das, mir fehlt irgendwas? Das verstehe ich nicht. Ja. Dann müssen wir wohl hier mal gucken. Oh, das war das Falsche hier. So,
Die Fantas... Was soll das denn bedeuten? Gibt's einfach nicht. Gibt's vielleicht noch eine andere Komplettlösung? Die mir hier vielleicht weiterhilft? Oh Gott. Sieht man ja aber auch kaum durch. 22. Also weiß man noch nicht hier. Level 22. The Hell to Navigate, okay. Warte mal, das ist ja alles schon spät. Das bin ja alles schon durch eigentlich. Danach kommt dann schon ein Bosskampf. Gut zu wissen, aber da muss ich erstmal hinkommen. Irgendwas fehlt doch hier. Habe ich vielleicht doch noch irgendeine Uhr nicht gemacht? Gibt es jetzt hier nur eine und das ist, glaube ich, die eine, die ich gemacht habe. Das gibt's doch einfach nicht. Deswegen bleibe ich hier stecken, hier an der Stelle. Die Sache ist halt immer, ich weiß halt nicht, ob die Mod irgendwas bricht, ob sie Mod sein kann, die mir hier irgendwas verbaut. Das Seltsame war halt, dass hier die Uhr schon kaputt ist. Das hat mich ein bisschen gewundert. Und hier an den Rändern? Kann ich auch nirgends lang. Nee. Aua. Noch irgendwas, wo ich sonst noch hingehen kann? Gehen wir halt doch nochmal zurück. Vielleicht habe ich ja doch was übersehen. Eine Uhr oder so. Hier ist er kaputt. Oder hätte ich vielleicht einfach E drücken müssen? Hier ist es auch kaputt. Warte mal, der Tunnel hier. War das vorhin auch schon so? Bin ich nicht vorher woanders gekommen? Oh. Hier war ich offensichtlich noch nicht. So, die Spinne kommt hier nicht raus, wie es aussieht. Also einfach zurückgehen müssen. Shit. Meine Energie ist aus. Nein! Fuck, das war's.
Alter, so drei auf einen Schlag, ey, das ist ja unnormal. Los, schnell, gib mir Energie. Gut, ich habe es jetzt drauf angelegt. Muss ich zugeben. Okay, immerhin weiß ich jetzt, dass ich zurück muss. Okay. Dann war ich also zu früh hier. Ich sehe doch, dass da einen ist. Ich will halt die da drin nicht verletzen. Die haben ja nichts getan. Da kamen aber dann drei irgendwo her. Die können sich wegziehen? Hier, die kamen irgendwo. Die Drecksau kam jetzt von irgendeiner Ecke. Ich weiß nicht woher. Und da ist noch eine, sehe ich doch genau. Andere Waffe verwenden, die kostet einfach zu viel Energie. So, das speichere ich mal lieber schnell. So, da war ich schon drin. Die mit Phantasmagoria, diese Uhr. Oder das eine Wesen. Ich glaube, das kann dann auch sein, dass sie dieses Wesen meinten. Jetzt hat sich was getan. Freigesprengt habe ich das, okay. Alles klar. Und hier geht's aber jetzt ganz zurück, ne? Das hat mich jetzt geportet quasi. Okay. Mit der Energie. Oh, ich hasse das. Die Viecher sind so mies. Hätte doch vorher speichern sollen. Warte mal, welche Uhr war es jetzt noch? Die da. Und die noch. Vielleicht nehme ich dann für die dann doch nochmal dieses Eisding. Wo ist der jetzt hin? So, ich speichere jetzt an der Stelle. Das sollte vielleicht besser sein. Vielleicht gehe ich mal hier rum, vielleicht ist das besser. Nein, es ist auch nicht besser, überhaupt nicht besser. Ach, echt. Am besten ich gehe zurück, wenn ich die sehe. Oder Moment, die Karten könnten ja vielleicht nützlich sein, dass ich sie von der Entfernung kriege. Müsste doch jetzt hier irgendwo zu sehen sein. Ich kann kotzen, ey.
Es ist schwieriger als diese ganzen Endgegner bisher. Oh, ich habe Angst, das eigentlich zu sagen, weil das könnte sich auch bald wieder drehen. Das war knapp. Da kam schon der nächste. Kann ich mich hier hochretten irgendwie? Das wäre super. Sehr gut. Was jetzt? So, hier oben bin ich erstmal sicher, hoffe ich. Fürs Erste. Na komm her. Mal los. Hey, nischt es, du musst schon herkommen. Oh, kommst du nicht hier hoch? Dann eben so. Naja, ich lasse das jetzt mal da oben. Ich gehe mal lieber in die Tür. Solange es noch geht. Oh fuck. Sehr gut, den haben wir auch gleich. Ja, ich weiß, ich speichere gerade viel, aber das ist irgendwie alles zu heftig gerade. Hier könnte ich auf jeden Fall ein Seil lang gehen. Beiden Seiten. Aber da warten auch schon welche auf mich. Ich glaube, das ist nur, wenn ich runterfalle, damit ich wieder hochkomme. Okay. Hä? Was war das? Was hat mich jetzt runtergeschmissen? Ich mich ja einfach nicht wehren kann. Irgendwas erzeugt diese Winde hier. Das sind nicht die Viecher. Oder muss ich mich hier von Seil zu Seil angeln? Scheiße, das ist kochend heißes Wasser, ne? Fuck. Und ich komme hier nicht raus. Nein! Verdammt! Oh, scheiße. Okay. Sobald das dampft, darf ich da nicht hin. Müssen sie den nicht eigentlich auch wegziehen? Alter, wie weit die einfach fliegen. Vielleicht mit dem Seil? Kann man die irgendwie deaktivieren? Ach, die Schleusen gehen da auf. Hier hin.
speichern wir an der Stelle, weil ich habe immer wieder Schwierigkeiten, hier hinzukommen. Jetzt muss ich hier wieder Sprung-Action machen. Genau das ist der Grund, warum ich gespeichert habe. Oh Mann. Irgendwann will das Spiel nicht mehr. Wie kriege ich den am besten weg? Toll. Alles verschossen und er ist nicht mal tot. Moment, hier ist ein Seil. Nein! Ah, shit! Verfluchte Scheiße. Und nochmal darüber. Ah, jetzt bin ich zu hektisch. Jetzt bin ich einfach zu hektisch. Kennt ihr das bei Spielen, wenn man einfach nur drüber weiterkommen will? Und dann wird man hektisch und dann klappt alles noch viel weniger. Dem Roboter sieht es ja eigentlich fast so aus, als würde er da so ein bisschen buggen. Vielleicht kann ich das ja nutzen. Er hat mich nicht gesehen. Oh, Crazy, hallo. Du kennst das nicht? Okay. Schau nur, Diddledum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja, wer hat ihn denn rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Flegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Das hast du schon mal gesagt. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. Mir geht's gut, Crazy. Ich muss nur gerade einen Bosskampf machen. Und selbst. Oh Gott. Soll ihre Größe gegen sie verwenden? Jetzt mal gucken, was die überhaupt machen. Hey, die teilen sich auf. Ganz okay. Warte mal, den Angriff, den er gerade gemacht hat, den könnte ich gegen die anderen anwenden. Alter, machen die Schaden. Ich hab, warte mal, da hinten ist was zum Heilen. Hoffentlich komme ich da noch hin. Gar nichts geholfen, das aufzuheben. Scheiße. Oh, bitte nicht wieder den ganzen Weg. Ah, der speichert dahin ja nicht automatisch. Ah, jetzt muss ich da wieder hinlaufen erst. Ach, zum Kotzen. Ich hasse solche Speicherabstände, wo man dann erst wieder die ganze Sequenz abwarten muss, bis man wieder spielen kann. Bisher hat er vor dem Bosskampf immer gespeichert. Oh, wieso bist du jetzt wach? Vorne hast du so schön festgebackt. Oh, ich krieg die Krise hier. Ja doch, ich kann manuell speichern, aber ich glaube, ich könnte es versuchen, wenn ich vielleicht, wenn die Sequenz vorbei ist, direkt zu speichern. Das könnte ich versuchen, da hast du recht. Eventuell klappt das. Ich glaube, ich habe auch schon mal mitten in einem Bosskampf gespeichert. Das hat eigentlich auch geklappt. Ich glaube jedenfalls. So, lass mich in Ruhe.
So, die Sequenz, die ich nicht überspringen kann. Schau nur, Dideldum, es ist Alice sowieso aus dem Irrenhaus. Die Lieblingsirre der Erzieherin. Ach ja? Wer hat ihnen rausgelassen? Die machen sicher uns dafür verantwortlich. Sie braucht Medizin. Starke Medizin. Kriegt sie nichts zu essen? Wohl kaum. Ist wie ein Spatz. Ein bisschen Fleisch auf den Rippen und sie wäre ein Leckerbissen. Widerwärtige, ekelhafte Flegel. Ich hab was für eure Bäuche. Je größer sie sind, desto härter fallen sie. Erspar mir die Weisheiten. Was rätst du mir? Nutze ihre Größe gegen sie. So, und hier speichern wir jetzt. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich hasse das, dass sie sich aufteilen. Übelste Range, ne, mit ihren Angriffen. Vielleicht kann ich hier mal das hier verwenden. Hoffentlich klappt das. Hey, warum hat er das? Hast du das wieder weggemacht? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich noch hinlaufen soll hier. Oder habe ich nicht genug Mana dafür? Nee. Hat nicht funktioniert. Ich bin echt ratlos gerade. Ich glaube, ich muss die Kleinen fertig machen, bevor die mich hier treffen. Ja, so kann es weitergehen. Und gleichzeitig zusammenführen. Können die sich gegenseitig kaputt machen. Ja, vor dem Zirkus. Schon. Warum funktionieren die Dinger nie? Los, los, los! Das gibt's doch nicht. Dass ich hier die Uhren kaputt machen muss vielleicht? Nee, auch nicht. Verrückt. Hätte vorhin nichts erwähnen dürfen, dass die Bosskämpfe bisher leichter waren als die, manche Levels hier, den Weg zu finden. Das war wieder der Fehler. Und das brauche ich. Warte mal. Hab ich's? Hutmacher, na toll, da fehlt mir gerade noch. Ich trinke nur mit Freunden Tee. Und ich bin einer davon. Ehrlich, das ist die Wahrheit. Oh, Invergast, die Wahrheit ist dir nicht so ganz geheuer. Das sagt der Richtige. Die Wahrheit ist bitter, wenn man sie fürchtet. Ich fürchte nichts. Falsch, du fürchtest einiges. Die Rückkehr zum Planhaus zum Beispiel. Die Erinnerung noch von deren Dorpers. Nach ein paar Jahrhunderten Beobachtung? Oh ja, du fürchtest vieles. Man kann diese Dinge natürlich alle leiden. Und wie? Bitte, sag's mir. Okay. Es geht wieder abwärts.
Verrücktes Uhrwerk. Okay. Oh Gott, bin ich froh, dass wir das geschafft haben. Ich weiß zwar jetzt eigentlich gar nicht, was ich gemacht habe, außer immer wieder attackiert, aber es hat anscheinend geholfen. So, und du kennst das also nicht, dass man an Stellen speichert und hofft, dass man dann wieder... Ich weiß gar nicht, war das das, was ich gesagt habe? Kennst du das? Aber du spielst keine Singleplayer-Spiele so viel wahrscheinlich, weil du vielleicht kennst du es deswegen nicht. Oh Gott, was ist das hier? Nee, deshalb. Deshalb. Sieht alles sehr diabolisch aus hier. Oh nee, weg. Ich steck irgendwie. Irgendwie hab ich mit der verhakt mich. Der Spinne. Nein. Puh. Außer das müsste ich wieder speichern. Aber da hinten war noch ein Hebel. Ah, jetzt fährt es hier runter. Ich will nicht, dass es rauffährt, glaube ich. Nee, warte mal, dazwischen ist was aufgegangen. Du bist die Nächste. Okay. Wer hat das da hingeschrieben? Manchmal ist der Schein ehrlicher als die Realität. Der Schein ehrlicher als die Realität? Assassin's Creed oder so spiele ich. Bin schon ein bisschen auf den nächsten Teil gespannt. Sonst bin ich eher der Multiplayer-Spieler. Ja, verstehe ich. Alter. Arschlochspiel. Ach, warte mal, kann es sein, dass in dem Spiegel zu sehen war, welche davon wirklich da sind? Ah ja, das war gemeint. Wirklich doof, dass das mit dem Schnellspeicher nicht funktioniert. Ein riesiges Schloss. Okay. Schätze mal, hier muss ich mich gleich runterfallen lassen? Ja. Und noch eine. So, hoch oder runter? Was?
wollte doch auch noch in die andere Richtung. Der wird jetzt verwurstet oder was? Oder wird aus denen dieser Roboter gemacht? Da kommt Hilfe! Wer bist du? Nur ein Mensch. Wahrscheinlich keine Hilfe. Bitte befreie uns von dieser Maschine. Oder gib uns Tee, wenn du willst. Wart ihr bei Tisch ungezogen? Habt ihr geschlürft oder mit vollem Mund gesprochen? Gesteht. Nichts dergleichen haben wir getan. Der Hutmacher ist verrückt und fragt uns, was ist der Unterschied zwischen der Königin und einem Taifun? Beide sind mächtig und zerstörerisch. Bist du schlau? Aber der Taifun hat nicht die Absicht, böse zu sein. Gute Antwort, falsch, aber gut. Oh, das tut mir leid. Ihr seid in großer Gefahr. Wo ist euer Gastgeber? Wirklich in Gefahr? Sind wir das? Hase, ich will nach Hause. Wir sind schon viel zu lange hier. Der Hutmacher kommt um 6. Schlag 6. Verweigert uns ständig den Tee. Wie grausam. Und seine Medizin macht mich müde. Wie lange so das ist? Oh Mann. Jetzt wollte ich mal gucken, kann ich nochmal zurückgehen? Es geht nochmal, okay. Ich wollte nochmal wissen, was ist, wenn ich hier hochgehe. Ach, das war zu. Da muss ich wahrscheinlich am Ende abhauen. Aber es wäre jetzt zu einfach, den Hebel zu drücken. Aber ich muss. Ich muss den drücken. Ich bringe die doch bestimmt um damit. Das Tor geht jetzt auf, okay. Okay. Was hat er gemacht? Werden die jetzt geblitzt oder was hier? Den kann ich nicht helfen, ne? Die werden jetzt gegrillt. Gegrillt, gefoltert, was auch immer. Oh. Extra. Jetzt kommen die alle aus ihren Zellen oder was? So, wir müssen jetzt irgendwie wieder zu dieser Tür kommen. War das hier? Was so zu ist auf einmal? Ne, hier! Oh Gott. Schnell wie Merkur und kopflos von der Geschwindigkeit. Er ist von der Zeit besessen. Finde ihn, sonst läuft deine Zeit ab. Hilfreich wie immer. Scheiß Spinnen. Oh, da oben ist wieder so eine Wut-Potion. Schon würde ich mal gerne wieder ausprobieren. Muss nur gucken, ob ich da irgendwie rankomme. Nee, so nicht. Okay. Müsste ich eigentlich noch höher bekommen erst. Da sind doch zwei Spinnen. Ein
Und da ist eine Riesenspinne. Oh nein. Nee, ist ein Adler. Muss man vertauschen. Situation nicht so ganz zu begreifen. Diese Dummköpfe. Der Hutmacher kommt um Punkt 6. Zum Tee? Nein, um seine grausamen Experimente zu überprüfen. Mit Getrieben, Federn, Hebeln und mechanischen Mägen treibt er die Präzision auf die Spitze. Wie ein Uhrmacher ist er von den spitzfindigsten Spitzfindigkeiten besessen. Er wird alle Bewohner in Roboter verwandeln oder sie bei dem Versuch töten. Schrecklich. Um 6, sagst du? Um 6, nach dieser Uhr. Vielleicht ist das heute ein bisschen früher. Meinst du, Alice, ja? Dann gehen wir mal rein. Ich dachte, ich muss da jetzt bloß reinspringen. Aber da warten schon Spinnen auf mich. Kann ich dich nicht irgendwie, kann ich dir hier raushelfen? Ah ja, okay, ich muss da durch. Nö, nö, lasst mal. Shit, die kommen hinterher. Was, von der Seite auch noch? Wie mies ist dieses Spiel bitte? Boah, das war knapp. Aber jetzt nicht bei Teilung kriege, dann war es das trotzdem. Oh, es gibt mir Energie. Ah, etwas wenigstens. Oh Gott. Bin ich jetzt erschrocken? Warte mal, hier gibt es aber noch andere. Wird nicht vergiftet. Warum kann ich nicht auf die Tasse hoch? So, die haben wir. Das ist also die Teeparty. So, die nächste Spinne. Wieder mit dem Stock probieren. Ach, kostet auch wieder viel zu viel. Oh, Kanulli ist guten Abend. Schönen guten Abend. Wie geht's dir? So, jetzt speichern. Muss, ja, wie immer. So, aber wo soll ich jetzt hin? Bin ich hier drauf? Ach, da komme ich da hoch. Ah. Was hilft's mir? Ich werde aber nicht lange bleiben, da ich wie immer gegen 4 raus muss. Ja, kein Problem. Montags mache ich ja eh nicht so lange. Boah, ich bin jetzt auf der Tee-Party gefangen, würde ich sagen. Aua, ah! Direkt auf die Kerze. Ach, die gehen unter, die Dinger. Du nicht, kannst du durchmachen. Nee. Was zur Hölle? Was zur Hölle ist meine Aufgabe hier? Wenn ich jetzt einfach runterfalle, spawne ich einfach wieder hier oben. Verrückt.
Manchmal weiß ich wirklich nicht, was das Spiel von mir will. Warte mal, kann man die bewegen, die Tassen? Nee. Oh, sie so kleine Zahnräder hier unten. Das ist wahrscheinlich eine Untersetzer. Damit der Tisch nicht schmutzig wird. Ach, das eine Zuckerchen ist noch nicht drin. Das ist das Problem, ja? Bei dem Versuch sterbe ich hier. Echt jetzt, das war der Zucker. Der Zucker musste erst in den Tee. Leute, Leute. Kann ich das jetzt bitte... Oh, wird der Adler freigelassen. Ah ne, es schlägt 12. Teezeit. Die nächste Tür. Wir sind fast tot. Ich weiß gar nicht, wie ich speichern soll. Gesicht. Oh, wir sind wieder aufgeladen. Sehr schön. Benutze ich den Moment gleich. Ich glaube, es sieht nach einem Bosskampf aus. Sieht nach einer typischen Arena aus. Der Hutmacher persönlich oder was passiert jetzt? Was ist das? Es fehlt nur noch das Auge des Jabberwocky. Er hat zwar zwei davon, aber er hängt an beiden. Ich fürchte, da wird er seine Meinung nicht ändern. Wo ist übrigens der Hutmacher? Ja, wo? Da oben ist er. Wahrer. So, gleich mal gucken, ob wir diesmal die Würfel einsetzen können. Aber offensichtlich nicht. Teuer. Hm? Schickt er seine Lakaien oder was? Wie komme ich denn da oben ran? Mist, keine Energie mehr. Das ist echt fatal in dem Spiel, wenn man das nicht mehr hat. Alter, was war das denn? War das der Hutmacher? Dieser verheerende Angriff? Komm raus da! Der wartet, dass er bis es 12 schlägt. Ich werde dafür sorgen, dass du nie wieder Tee trinkst, Drecksack. Was war das denn? Miek? Oh, haben wir ihn? Da ist ihm der Kopf geplatzt. Müsste jetzt Tee rauslaufen eigentlich. Auch noch eine Maschine gewesen. Okay. Ey, wir haben den Hutmacher gekillt. Ich speichere das vielleicht mal. Wer weiß, ob jetzt gleich noch was kommt. Dann kann ich mal versuchen, hier hochzukommen. Moment. Was ist das denn? Mit dieser Uhr
kannst du die Zeit anhalten. Okay. Vorübergehen. Dann geht die Zeit weiter und alle bewegen sich wieder. Nur die Toten nicht. Okay. Gut zu wissen. Ach, jetzt geht's ja auch noch auf. Gut, aber ich wollte eigentlich gerne das Herz hier noch mitnehmen. Sehr gut. Die Zeit anhalten. Daran kann ich mich echt nicht mehr erinnern in dem Spiel. Ich möchte dir meine Dienste anbieten. Versprich nur, was du auch halten kannst. Ich werde die Rote Königin bekämpfen. Der Ausgang der Schlacht ist ungewiss. Du bist nicht allein. Gestatte, dass ich dir als Kommandant diene und die Truppen anführe, die du bereits für dich gewonnen hast. Wir brauchen eine Schlachtstrategie. Um die Königin angreifen zu können, müssen wir die Tore ihres Reichs passieren. Und das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocky. Öffne das Tor, dann führe ich die Truppen zum Sieg. Sah auch wieder seltsam animiert aus gerade. Ich bin immer noch unsicher, ob sich die Karte hier wirklich aufbaut oder ob das wegen der Mod irgendwie nicht funktioniert so richtig. Wir brauchen Verbündete, Alice. Ich hole Verstärkung. Nur Mut. Okay. Neues Level, neues Glück. Einfach mal testen. Wie lange hält das an? Wie habe ich das denn überlebt? Okay, Zeit ist aber wieder, läuft wieder normal. Auf Energie. Dann greifen wir nicht gleich den nächsten an. Ich glaub, die Waffe ist Overkill für die. Bin ich hier richtig? Doch. Oh Gott, was ist das? Der ist down. Der wird wahrscheinlich einfach nur warten, dass ich vorbeigehe. Oh, da haben wir wieder einen schlechter Trank. Vielleicht kann ich den jetzt eigentlich mal richtig einsetzen. Mal los. Jetzt sind wir der Teufel. Das habe ich mir irgendwie besser vorgestellt. Okay, ist vorbei. Leider schon. Schade. Ich glaube, letztendlich ist das einfach nur One-Hit mit der Waffe, die man hat.
wenn man diesen Trank benutzt, aber mehr ist es auch nicht. Oh Gott, der Gesundheit. Ach, wo bist du denn hin? Aua, aua, aua. Ist mir mein Messer gelaufen. In eines, das ich geschmissen habe. Aber das ist ja egal. So, wieder Jump Action angesagt. Alter. Mistvieh, verelendes. Hier auch einfach die Zeit einhalten können. Da muss ich mich ziemlich hier nicht durcharbeiten. Oder wir rennen einfach durch. Was soll's. Oh fuck! Okay, so viel dazu. Vielleicht doch mal die Zeit anhalten, wenn ich es finde. Ich weiß gar nicht, wo das Ding ist. Und das gibt's doch nicht! So, wo ist das Ding hier zum Zeit anhalten? Auf der Null, okay. Ah, beide daneben. Hm? Nutzt es nicht. Warum nutzt du das nicht? Fehlt mir dazu irgendwas? Habe ich es zu früh eingesetzt? So, speichern wir mal hier. Jetzt die richtige Richtung gegangen? Ich hoffe es. Der zieht mich runter, das Drecksding. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Alter. Lass mich in Ruhe. Ich habe jetzt hier alle 5 Meter. Es fehlt
fehlt mir ja noch, dass du das auch noch so... Es fehlt mir jetzt noch, dass da auch noch welche stehen und schießen. Brennende Neugier, ja, ja. Alter, du blödes Mistvieh da hinten. Was braucht er denn? Ah doch, jetzt war er tot. Okay. Ah, das ist schon echt mies, ey. Ich bin so schon am Sterben und dann gibt's noch die Viecher, die den entweder reinziehen oder mit Feuer vollspucken. Also wirklich. Ich muss ja mal das Fenster aufmachen. Moment. Kann ich dem irgendwie zuvorkommen? Wieder so ein Trank. Aber der ist mir jetzt auch egal. Oh, die wollte ich gar nicht treffen, aber egal. Hey, der hat einen von seinen Leuten getroffen. Oh, scheiße. Jetzt hat er mich getroffen. Ich finde es gut, dass ich jedes Mal einen komplett neuen Speicherstand anlege. Hol an! Die Zeit der Tat naht! Vergeude keinen Tag! Entschuldigung gelten kaum, denn dafür ist kein Raum. Als wäre das hier ein erholsames Ferienlager. Das Orakel ist ein Idiot. Stelle dich dem, was dir Angst macht. Lass keine Beleidigungen auf dir sitzen. Die Kifferraupe wieder. Du falsches Aas. Dabei mochte ich dich. Egal, ob du mich magst. Aber glaube mir, der Jabberwocky muss vernichtet werden. Und zwar jetzt. Tritt der Königin entgegen. Mir fehlt das letzte Stück des Stabs. Wie soll ich es ohne das Auge schaffen? Ich weiß es nicht. Aber du hast keine andere Wahl. Dir soll ich trauen? Ich soll dieses Biest angreifen? Dabei weiß ich nicht mal, ob das mein Kampf ist. Es ist dein Kampf, Alice. Du musst dich selbst retten. Mich? Vor dem Tod? Bin ich darum hier? Ich fürchte den Tod nicht. Manchmal sehnte ich ihn sogar herbei. Nicht vom Tod. Was dann? Etwas Schlimmeres als der Tod? Für so dumm hätte ich dich nicht gehalten. Denk, was du willst, aber eins musst du wissen. Nach dem Feuer hast du dich aus deiner Welt zurückgezogen, weil du den Verlust nicht ertragen konntest. Als du dem Kaninchen folgtest, begann deine Heilung. Du bist auf dem rechten Weg, Alice. Rette dich und das Wunderland. Ich glaube, ich verstehe.
verstehe langsam. Ich habe diese Welt zerstört und nur ich kann sie wieder heil machen. Alles Gute, Alice. Der Jabberwocky wartet. Mit Hilfe des Greifs ist dir der Erfolg gewiss. Er ist der Stärkste von uns. Das sehen wir noch. Ah, das ist das, was ich so meinte in dem Spiel. Es wird so verwoben. Es geht ja immer noch um die Vergangenheit von Alice, um den Brand bei ihren Eltern, wo die Eltern wahrscheinlich ums Leben gekommen sind und sie entkommen und dann irgendwie in die Psychiatrie irgendwann. Und sie muss das jetzt aufarbeiten innerhalb dieses Spiels oder dieser Traumwelt, die sie sich zusammenfantasiert hat. Ich finde das irgendwie interessant gemacht. Sie muss sich ihren Ängsten und ihren Vergangenheit stellen. Hey, was war? Hat der das gerade gemacht, dieses Geräusch? Okay. Ah, das ist, glaube ich, das Elternhaus da oben. Ihr Haus von früher. Wo komme ich denn da jetzt hin? Kann ich hier einfach hoch? Nee, ne? Ich muss den langen Weg. Okay. Ich dachte, ich schieße einfach mal dahin, mal gucken, was passiert. Ja, das passiert. Gib mir jetzt wenigstens ordentlich Leben hier. Sehr gut. Den kann ich doch da bestimmt raus. Fuck. Oh, das wollte ich vermeiden. Oh, wie ich das hasse. Jetzt bin ich wieder hier. Sag mal, kommst du jetzt mal hier hoch oder meine Güte. Wir haben hier nicht alle 5 Minuten oder alle Minuten eingespeichert. Was war das Wesen da unten, was diese Geräusche gemacht hat? Gute Nacht, Kanonis. Dann schlaf schön, ne? Bis zum nächsten Mal. Und danke, dass du dabei warst. Hab ich ihn erwischt? Ja. Das ist aber nicht der, der immer hier rauskommt und spuckt. Aber doch. Oh nein, jetzt nicht dein Ernst. Oh. Scheiß Jump'n'Run andauernd. Und nochmal. Weil es so viel Spaß macht. Ich sehe halt auch nichts mehr, ne, wenn ich einmal brenne. Genau, zünd mich doch einfach dauerhaft an. Ich muss gucken, dass ich den irgendwie tot kriege. Ohne mich gleich wieder umzubringen hier. Aber anscheinend will ich mich umbringen. Vorsichtig, bitte. Es
gab doch diese Anzeige hier, dass man dahin hinspringt. Dann nehme ich das halt. Mache ich das halt ganz einfach hier. Ah, den kriege ich halt damit trotzdem nicht, ne? Habe ich den erwischt jetzt? So, dann speichern wir an der Stelle nochmal. Alle 5 Meter, wie gesagt. Komm ich denn da jetzt irgendwie auch noch drauf? Ja. Und da oben wartet schon der nächste auf mich. Da sind aber echt viele davor. Alter, du Drecksack! Noch wieder zurückholen. Das Leben. Sehr gut. Damit können wir durchgehen. Oh, Gott sei Dank. Jabberwockys Behausung. Oh. Du hast mich warten lassen, Alice. Weißt du nicht, dass Pünktlichkeit eine Tugend ist? Du erinnerst mich verdammt an meinen Zahnarzt. Du kommst wohl immer zu spät, wie? Zwischen deinen Tagträumen und deiner Eitelkeit fliegen die Stunden nur so dahin. Du findest kaum noch Zeit für anderes. Mehr als miese Beleidigungen hast du nicht drauf? Deine Familie hat auf dich gewartet, nicht wahr? Wahrscheinlich dachten sie, du würdest sie vor der Gefahr warnen. Du warst schließlich so nah an der Quelle. Aber sie warteten vergeblich und mussten sterben. Wir haben alle geschlafen. Es war ein Unfall. Ich... Du egoistisches, missratenes Gehör. Du hast den Rauch doch gerochen. Und trotzdem hast du gemütlich weiter mit deinen Freunden Tee getrunken. Du warst ja nicht in Gefahr, während deine Familie bei lebendigem Leibe und unter Qualen geröstet wurde. Nein! Guten Abend, Heaven for Creative. Ich habe angefangen, mein Studio zu bauen, was? Wieso? Meinst du jetzt wegen dem Greenscreen hinter mir. Oh Gott. Das wird mies. Oh Gott, wie soll ich denn gegen den jetzt bestehen? Moment mal, ich konnte doch die Zeit anhalten. Kann ich das vielleicht irgendwie nutzen? Das hilft nicht so viel gegen den. Zeichen. Das ist ein Anzeigefehler. Oh, ich lebe noch. Wieso lebe ich noch? Das sieht man voll, das wird episch. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Mann, jetzt ruft ja auch noch Helfer. Okay, das war's. Nein, Glück, dass ich gespeichert habe. Dich treffen. Komm. Shit, das war zu nah dran. War nicht der auch noch hier? Nein! Hä? Wieso ist da unten so eine Plattform?
Ja, Endkampf. Ich glaube, das müsste der Endkampf sein. Erklärt einiges. So, jetzt probiert nochmal die Würfel. Kann man die denn nicht direkt mal irgendwie verwenden? Ich brenne und falle, ja. Komm schon, komm schon. Kann es sein, dass die Würfel nie zu nur was Nutzen sind hier? Oder werfe ich immer die falsche Zahl? Ich speichere mal einen neuen Speicherstand. Vielleicht komme ich dann besser weiter hier. Oh, jetzt schon zwei von den anderen. Ein Glück geben die mir dann Energie hier. Aua! Scheiß Laseraugen! Hä? Was ist jetzt passiert? Ja! Der Greif kommt mir zur Hilfe! Der hat irgendwas verloren. Schnell, ah, dann sehe ich nochmal wieder. Du hast den Augenstab und die Truppen. Alles ist bereit. Ich übernehme den Jabberwocky. Du bist die Größte. Führe uns zum Sieg. Wie er immer wegfliegt mit seinen Krallen. Das finde ich lustig. Okay. Wir sind doch noch nicht durch. Vielleicht gibt er sich nicht geschlagen. Ja, dann auch nochmal Hallo Valley. Kleinen Tracks. Achso, du warst ja einmal über YouTube online, sehe ich gerade, ne? Klappt also beides gut, finde ich schön. Nee, niemals. Das sind zwei völlig verschiedene Personen. Hatte ich jetzt eigentlich schon gespeichert, nicht, dass ich jetzt hier wieder beim Endkampf lande. Was geht's denn dahin? Hier war ich doch schon mal. Geht weiter mit Helvi. Helvi war so schön, was? Majestic Maze. Muss ich dann hier hin? Ich glaube, hier war ich noch nicht. Was? Warte mal. Was sitzt denn dort? Das muss ich jetzt erstmal rausfinden. Wenn ich da lebend hinkomme, irgendwie. Aua. Das wird wehtun. Gib mir das Herz. Er hier? Wer ist da er denn? Hallo? Wer bist du? Virtueller Experte? Da gehe ich dann jetzt dahin? Ich bin mir gerade unsicher. Cave of the Rick. Jabberwocky ist leer, von da kam ich doch jetzt, glaube ich. Jetzt erstmal. Was sagt die Katze? Nur die Verrückten setzen Schmerz mit Erfolg gleich. Hm. Keine Hilfe. Heute unser VR-Beauftragter. Ich habe das Video noch nicht geguckt, was du da geschickt hattest. Oh, es gibt mal wieder solche Gegner. Ganz gut mit der Waffe.
dachte, ich ja eher ein Dark, die hat mehr Ahnung. Okay. Die halten jetzt irgendwie mehr aus als vorher. Alter. Oh, stimmt, ich habe eine neue Waffe. Die hebe ich mal lieber auf. Er greift mich denn da jetzt schon wieder an? Ach, da oben ist noch einer. Naja, den treffe ich da oben nicht. Oder doch da oben versauern. Aber ich komme voll. Doch, komme ich hier durch? Und das geht nur mit dem Augenstab des Jabberwocky. Na gut, wenn du das sagst. Alter, nerv mich nicht. Okay. Majestätischer Irrgarten. Gleich mal wieder einen Grund zum Speichern. Gucke ich jetzt mal, wie viel Energie der wirklich braucht, der Stab. Schon ziemlich viel. Falsche Waffe. Was habe ich da getan? Oh, da habe ich wieder einen schönen Trank. Was ist jetzt passiert? Hab ich hier alle aus der Existenz ge... Irgendwas ist hier gerade ganz seltsam. Was? So, ihr Stückchen werden wir mal abschieden. Okay, Crazy, dann gute Nacht, ne? Danke, dass du da warst. Bis zum nächsten Mal. Alter, ist das mies, wenn man hier nichts sieht. Jetzt ist natürlich meine Fähigkeit auch wieder abgeklungen. So eine Scheiße.
kommt der denn jetzt her? Oh. Überall hier. Alles verseucht hier. So, hier geht's wieder hoch. Das wird ein Spaß mit dem Irrgarten hier. Gehe ich jetzt wieder zurück? Tatsache. Wow. Trotzdem noch mal woanders erst hin? Oder gehe ich da direkt durch? Da warten ganz viele. Ich sollte vielleicht einfach durchgehen, oder? Aua! Aua! Was geht denn hier ab? Hier bin ich von runtergegangen. Ich glaube, ich gehe ja lieber durch. Aber ich brauche jetzt erstmal wieder Energie. Tief bei denen zu sein, krass. Doch, was ist denn das für ein Geräusch hier? Ach, das war von dem Eis wahrscheinlich noch. Okay, ich dachte jetzt irgendwie was Spezielles. Hm? Kann dann nicht durchgehen? Das ist nicht da, wo ich hergekommen bin. Jetzt die Treppen runter. Da auch. War das nicht? Nein, nein. Hm, wenn hier Gegner kamen, kann ich doch hier noch nicht gewesen sein. Ah, nee, das ist nur der andere Gang. Von hier habe ich angefangen. Ein Mist. Oder muss ich erst noch irgendwas erledigen, damit ich durch das Portal gehen kann? Warum sind die jetzt wieder da? Schön, dass sie sich einfach gegenseitig kaputt machen. Finde ich gut.
Katze, hast du einen Tipp? Es gibt einen bösen Namen für die, die immer den schwersten Weg nehmen. Hast du schon mal gesagt. Das hat mir das letzte Mal auch schon nicht geholfen. Hier geht es doch noch weiter runter. Komme ich wieder zu einem Portal, das ich nicht verwenden darf. Verstehe ich nicht. Oh, oh, fuck! Heilige Scheiße! Da ist ja alles! Ich glaube, das ist der richtige Weg. Da wartet einfach mal so alles auf mich. Können wir da mal den Stab verwenden? Schon ganz gut. Er braucht sehr viel Vorlaufzeit, bis er funktioniert, aber dann... So, links oder rechts? Schien egal zu sein. Ja. Oh, das war klar eine Falle. Kann ich jetzt hier durch? Nee. Es ging ist ja nur zum Zurückgehen. Zweite Attacke ausprobieren von dem Stab. Das habe ich auch noch nicht gemacht. So, okay, was ist jetzt das Problem? Muss ich hier drauf gehen? Wie schaffe ich das jetzt dahin? Zeit anhalten! Mich bloß dahin hindern, weiterzukommen hier. Lass dich auf den Dämpfen treiben wie ein Falke. Meinst du, dass das so einfach geht? Grinsekatze. Ich hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst, dass die Mistviecher wieder da unterwegs sind und mich runterschmeißen werden. Wo kam der her? Warte mal, wo könnte ich... Bestimmt gleich der nächste. Ich muss höher kommen irgendwie. Das wird nicht reichen. Dann muss ich das hier nehmen. Shit!
Ich war zu früh dran. Ah, Mann. Nochmal. So. Hier geht's noch weiter, hier muss ich aufpassen. Mal. Da drüben wartet bestimmt wieder einer, der mich runterschmeißt. War doch klar. Zum Glück habe ich schon mit denen gerechnet. Nur darüber kommen. Und weiter geht's. Und dann geht's wieder weiter hoch. Hä? Warum? Ich bin da drauf gelandet, ich hab's genau gesehen. Aber ich bin nicht einzufangen. Ist das richtig eigentlich? Da vorne ist wieder so ein Puste-Ding. Einer von dieser Raupe, ne? Die Raupe ist das abgebildet. Ich dachte, das ist so ein Schweinskopf. Aber das ist eine Raupe. Ein Raupenkopf. Wow. Shit. War nicht hoch genug. Hier weiter. Das ist so abpassen, bis es oben ist, richtig? Hier. Nächstes. Und das nächste. Rätselhafter Wahnsinn. So, wieder im Irrgarten. Ah, da hat er schon gespeichert, okay. Natürlich warten da schon welche. Nicht nur einer. Könnt ihr den Stab wieder benutzen? Das ist aber wieder ein anderer Irrgarten. Ich bräuchte den gar nicht die ganze dauerhaft benutzen.
Nur bis er einmal funktioniert und dann macht er noch so einen Feuerschwall hinterher. Das ist ja praktisch. Oh, was hat mich jetzt umgebracht? War ich das selber oder einer von den Wesen? Dann nochmal. Der kam doch aber von irgendwo. Was hinter mir gespawnt? Schwein. Würfeln werde ich es auch nochmal probieren. Okay. Kümmerst du dich drum? Oh fuck, ich muss ja selber rum. Fuck. Voll eingekesselt. Oh, jetzt nochmal von hier. Oh Mann. Die dauernd hinter mir spawnen. Was soll denn die Scheiße? Heißt das, normalerweise geht man davon aus, wenn man durch ist, dass es geklärt ist. Und dann spawnen die dauernd hinter dir. Hat gut geklappt. Ich weiß nicht, könnte ich hier unter Wasser? Muss ich wahrscheinlich irgendwo hin jetzt? Ah ne, nicht die Dinger. Hier komme ich nicht durch. Jetzt an der gleichen Stelle wieder rauszukommen? Nee. Wow. Ich sollte mal wieder speichern. Alter, die machen so exorbitant viel Schaden mit ihren Waffen. Ja gut, wahrscheinlich ist wirklich gedacht, dass ich hier mit dem Jabberwocky durchrenne. Und dann brauchen die natürlich eine ähnlich krasse Waffe. Schaden gemacht, ne? Ja, das kostet mich selber Energie. Okay, das habe ich tatsächlich noch nicht mitbekommen gehabt. Oder ist das nur, weil es in der Nähe, weil ich das Feuer in der Nähe durchschicke?
Ich habe nicht immer Schaden gekriegt. Hier geht's auf jeden Fall auch wieder durch. Schwimmen gehen oder nicht schwimmen gehen, ist jetzt die Frage. Ah, hier geht's glaube ich weiter. Ich geh jetzt wieder extras beim Schlafen, aber oh Gott. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Irgendwas, irgendeinen Hebel drücken wahrscheinlich noch. Ich muss dann doch nochmal ins Wasser. Fische. Okay, das ist noch nicht offen. Da muss ich erst einen Schalter betätigen. Ja genau, schickt doch noch mehr von den Fischen hier. Bin ich hier nirgendwo hoch? Warten auch schon wieder welche, mich weg zu böllern. Was ist das Wort vor allem? Wegböllern. Hier komme ich nicht weiter. Und hier auch, da bin ich wahrscheinlich nur runtergefallen vorhin. Hinten geht es noch weiter. Da warten auch schon wieder Fische. Piranhas besser gesagt. Anscheinend brauche ich doch Luft. Ich hätte es nach Luft geschnappt. Ich dachte eigentlich, dass das nicht notwendig ist. Geht's denn hier nicht weiter? Jetzt bin ich wieder hier. So ein Mist. Alter, der frisst ja ohne Ende. Ja, natürlich sind alle nachgespawnt, ist klar.
Bin ich wieder am Anfang. Ihr wollt mich doch verarschen, ey. Ich lade jetzt mal. Ich habe keine Ahnung, wo ich das letzte gespeichert habe, aber irgendwie... Ah, hier, genau. Da muss es einen anderen Weg geben. Damit das hier aufgeht. Und ich hoffe nicht im Wasser. Ah, da oben ist so ein Zeitding. So ein Spiegel, wo ich dann unsichtbar werde ich dadurch. Hätte ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Irgendwie befürchte ich fast, ich muss durchs Wasser irgendwas finden. Das hilft wahrscheinlich nicht, weil er das selber kann. Ja, wo kommt denn ihr alle jetzt auf einmal wieder her? Tschüss, ich bin weg. Irgendwo rausspringen. Bitte. Na, das ist doch schon mal etwas. Dann speichere ich hier mal. Alter, die gehen mir auf den Sack, ey. Überlebe ich das noch? Oh, das war knapp. Mein Herz. Juhu. Immer noch. Jetzt nicht mehr. Hol dir mal Zeit. Ah, endlich ein Hebel. Ist das der richtige? Ich muss wieder unter Wasser. Ne? Ach, da war ich vorhin ja schon mal. Man kann sagen, dass es optional ist. Weil es außerhalb dann nur ein Herz zu holen ist, aber da sonst nichts weiter. Shit. Oh, ist das. Das ist gerade wirklich lästig hier. Kann ich nicht einfach an den vorbei? Hilft mir nicht wirklich weiter. Energie.
Oha. Jetzt stirbt doch endlich mal. So, sehr gut. Das hatten wir aktiviert schon. Genau, von diesem Ort gekommen. Ich war jetzt komplett verwirrt. Oh, da unten ist für die Hölle los. Das ist der Gesichtsausdruck von dem Typ. Mir ist das mal aufgefallen. Oh, hier ist eine Wendeltreppe nach oben, okay. Das ist neu. Hört sich immer so an, als würde ich irgendwie sowas um mich rumfliegen, so eine Motte oder sowas. Ah, hier geht's runter zum Wasser. Ist jetzt die Frage, gehe ich da lang? Es kann sein, es ist halt wirklich nur das Herz zu holen. Das, naja. So, jetzt gucken wir mal nach. Ich muss natürlich nur den richtigen Weg finden. Moment mal. Vielleicht war ich da doch schon richtig. Wenn ich nicht immer festhängen würde. Nee, das war nicht richtig. Nein, nicht raus. Ich wollte doch nur eine Luft schnappen. Mehr wollte ich doch gar nicht. Oh, das ist manchmal echt blöd, hier zu navigieren. Hier könnte es vielleicht sein. Hier unten durch, das könnte jetzt der richtige Weg sein. Luftblasen weisen uns den Weg. Ja, doch, hier geht's noch weiter. Schnell speichern. Ich habe richtig gesehen, wie der gespawnt ist. Und natürlich der hinter mir wieder. Jetzt mal wieder den Stab ausbilden, aber irgendwie ist der wirklich sehr ineffektiv.
Oh. Hier haben wir das, wo es was unsichtbar macht. Das können wir mal ausprobieren. Können wir vielleicht mal ein bisschen unbehelligt hier durchgehen. Mal gucken, wie lange es anhält. Ja, das Tor ist offen. Jetzt schnell weg hier, bevor sie das mitkriegen. Ach, es ist gleich eine Abkürzung. Perfekt. Ach, Gott sei Dank. Müssen wir uns nicht nochmal durchkämpfen durch alles. Unter Wasser? Das hatten wir doch schon mal. Die Schildkröte bewies, es hat Vorteile, Reptil zu sein. Ja, wohl wahr. Alter. Fick dich. So, du gehst jetzt auch mal schlafen. Alles klar, dann gute Nacht, ne? Vielen Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal. Bis bald. Arbeite nicht zu viel. Ruh dich aus. Muss ich das Wasser jetzt oder wie? Wahrscheinlich, ja. Nee, das ist giftig. Ich komme nicht mehr raus. Okay, gut zu wissen. So viel zum Thema Reptil. Muss es andere Wege geben. Nee, das ist nicht giftig. Dann war das nur, weil es mich angegriffen hat die ganze Zeit. Möge Grogu dich begleiten, Good Night. Grogu? Mir kommt so vor, als würde ich diese Abkürzung kennen, aber komm gerade nicht drauf. Team angreifen. So, jetzt sind wir hier draußen. Steigt. Genau, schickt einfach immer noch mehr und noch mehr. Es können nie genug Fische sein. Ah, ist das Ding offen? Luft ausgehen. Ein Glück. Jetzt bin ich nur weiter oben. Alter, fickt euch. Echt jetzt. Ihr wollt mich gleich wieder runterholen hier. Was ist das zum Kotzen? Ich bin so gut wie tot.
Müsste mir so eine Fische mal snacken, aber ohne dass die mich kriegen. Das sind zu viele. Ah, oh, Mann. Ich muss mir die irgendwie einzeln holen. Darf ich den ganzen Weg nochmal schwimmen und wenn ich hier wieder angelangt bin, dann sind die wahrscheinlich wieder nachgespawnt. Fragt mich, wer das hier wirklich auf Albtraum spielt. Ich spiele es ja auf Mittel. Ich frage mich, wie das auf Albtraum geht. Ich glaube, ich muss mir mal ein Let's Play angucken. Auf Albtraum. Ja, jetzt geht das nächste auf. Shit, das sind zu viele. Das sind viel zu viele. Alter, übertreib's doch nicht immer so mit den Gegnern. Warte mal. Ich komm erstmal einzeln an euch heran. Schon die Energie. Speicherstand. Wer weiß, was jetzt noch kommt. Wollt bitte nicht da rein. Oh Gott, die wollen mich zerfetzen, oder? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Wie soll ich... Ja, gut, das war's dann. Aber dann muss ich möglichst viel Abstand halten vor den Dingern. Was für ein Mist, ey. Hier möglichst links und dann oben. Dann wieder links. Oh Gott. Aber hier muss ich erstmal Luft holen. Und dann möglichst hier durchkommen, ohne mich dabei zu verletzen. Sehr gut. Da wieder hochspringen. Zum Glück sind die Fische jetzt alle weg hier. Hätte ich mal nichts gesagt! Wenn ich das jetzt hochmache, dann kann ich in der Mitte durch. Aber hätte es auch so geklappt. Nein, lass dich bitte fallen. Ich will da gar nicht hoch. Oh, wo müssen wir da jetzt hin? Oh, fuck. Was haben wir jetzt gemacht? Irgendwas müssen wir noch geöffnet haben. Natürlich wäre alles nachgespawnt, klar.
Ist vielleicht noch ein Tank aufgegangen irgendwo? Da bin ich doch schon dran gewesen. Ich gehe dann mal gucken. Vielleicht ist da doch was Neues. Aus. Ja, das ist. Da war ich schon. Da war ich wieder zu ungeduldig. Also könntest du mich doch töten. Alles klar. Nein, verdammt! Was machst du denn? Dann muss es was anderes sein, wo ich dann halt als nächstes hochkomme. Oh, fuck, ey. Diese verschissenen Fische! Die gehen mir auf den Sack, ey. Wie oft soll ich die noch umbringen? Echt zum Kotzen, einfach. Es ist so eine beschissene Stelle hier. Komm ich von hier direkt dran, nee, ne? Vor allem, es reicht ja schon, dass die in einem Wasser komplett kaputt machen. Aber dass sie ihn dann auch noch die ganze Zeit bespucken und damit noch töten, das ist halt alles viel zu viel. Finde ich viel und finde ich unfair. Vielleicht irgendwie damit. Jetzt nehme ich auch noch da rein, ey. Ich muss das jetzt mal an der Stelle speichern, damit ich nicht immer wieder die gleiche Stelle wieder anfangen muss. So, die beiden habe ich schon mal. Schnell wieder hoch, ich brauche Luft. Aber was habe ich jetzt davon, dass ich jetzt hier Wasser reingemacht habe? War es das hier vielleicht? Der sieht sehr hoch aus, der Turm hier. Ah ja, hier ist ein Portal. Oh, bitte weg hier aus diesem Scheiß-Level. Oh, labyrinthische Revanche, okay. Vielleicht erstmal speichern. Ich habe schon 26 Blätter voll mit Speicherständen. Und wartet schon wieder welche auf mich. Oh. Irgendwie habe ich gerade so die... Ich glaube, ich erinnere mich an den Endkampf, der echt beschissen schwer war. Könnte aber auch vom zweiten Teil gewesen sein. Irgendwas mit Zahnrädern, was echt nervig war. Komme ich jetzt hier sicher runter? So, wie kriege ich denn den am besten mit Karten vielleicht mal?
wenig Schaden. Das ist alles wegschießen, um den mal zu töten. Das gibt's da gar nicht. Die Anfangswaffe brauche ich echt nicht mehr verwenden. Nein! Oh Mann. Ich dachte, ich kann rüberspringen, aber ich bin irgendwie nicht gesprungen. Ah, jetzt wieder von hier. So, was mache ich mit dem am besten? Hol mir den Stab wieder raus. Müsste funktioniert haben. Sicher. Ach, das gibt's ja jetzt nicht. Sind die auch Viecher auch wieder da? Mist, ich dachte, ich kann mich hier mit dem Dampf irgendwie nach oben. Das geht nur so ein bisschen. Das heißt, ich muss auf das Zahnrad hier. Ist das ein Zahnrad? Also ihr wisst schon, was ich meine. Haben wir schon mal. Hier könnte ich hochklettern. Bestimmt wieder für so ein Extra, könnte ich mir vorstellen. So ein Trank wahrscheinlich. Oder für ein Herz. Nehme ich gerne mit, wenn ich es könnte. Oh. Die habe ich ja jetzt überhaupt nicht gerechnet. Was sucht ihr denn hier? Ihr kleinen Teufelchen. Hab
mich da jemand weiden? Darunter. Hoffe nicht. Oh nee, wieder der Irrgarten. Die Waffe habe ich eigentlich fast noch nie verwendet, ne? Mit diesem Jack in the Box. Zweite Attacke von der Waffe hier mit diesem komischen, sieht für mich immer aus wie so Nagel, nennt sich das, was man auf die Straße wirft, wenn man versuchen will, Autos anzuhalten. So, ja, so eine Dinger halt. Nee. Treffen nicht so gut. Wo bleibt der Greif, der mir helfen wollte? Was ist das? Roboter? Oder gehört das alles zur Maschinerie hier? Die Geräusche. Gott, nicht das auch noch. Nein. Noch einer? Ich wusste doch, dass du wieder kommst.
Schnell muss noch da hoch. Puh. Schnell hoch, bevor ich hier wieder abgequetscht werde. Kümmert sich der Teufel drum. Oder was auch immer ich da gerufen habe. Diesmal ist er ja auch mal erschienen. Oh nein. Zum Glück bin ich nicht ganz runtergefallen. Er steht noch. Hat er gewonnen? Ich muss hier mal ganz so schnell durch. Lasst euch nicht stören. Natürlich musst du mitkommen. Er lässt sich das nicht gefallen, dass ich an ihm vorbeilaufe. So, was machst du hier? Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und machen am Freitag weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass wir am Freitag wahrscheinlich gar nicht mehr so viel von dem Spiel haben. Also, dass wir dann relativ schnell durch sind. Ich bin noch nicht sicher, ob ich dann an dem Freitag eventuell dann gleich den zweiten Teil mit ranhänge und damit schon mal anfange. Oder ob wir dann erstmal dann Schluss machen am Freitag und ich dann am Montag oder je nachdem den zweiten Teil weitermache. Das sehen wir dann. Auf jeden Fall vielen Dank für den, der dabei war oder vielleicht noch dabei sein wird auf YouTube. Seid gerne das nächste Mal wieder mit dabei. Also nächsten Freitag. Macht's gut. Tschüss, schönen Tag, gute Nacht, je nachdem.